begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich starte das Video jetzt mal hier in einem wunderschönen Ort. Und zwar sind wir heute in Kupangan angekommen. Ihr habt ja mitbekommen, letztes Video war eine turbulente Reise, aber wir sind dann heute von Bangkok nach Koh Samui geflogen und von Koh Samui dann mit der Fähre nach Kupangan. Und ja, ich zeige euch später auf jeden Fall das Hotel. Aber jetzt sind wir gerade in einem wunderschönen Spot direkt am Meer. Ich zeige es euch. Und zwar ist hier der Spot. Das sieht man gar nicht so gut, aber hier ist alles aus Seilen und so gemacht. Ist das wohl alles aus dem Meer gezogen. Hier habe ich mir gerade schon einen Mocktail, also Cocktail ohne Alkohol, bestellt. Pina Colada. Und jetzt schaut mal bitte diese Aussicht. Wir haben gerade eben noch gesehen, wie die Sonne hier untergegangen ist. Die ist jetzt gleich weg. Aber es ist wirklich so, so schön hier. Bist du auch glücklich, hier zu sein? Ich bin, auch wenn man das gerade nicht anmerkt, aber ich bin begeistert. Leute, also, das ist der Vibe, den wir eigentlich die ganze Zeit wollten. Ja, ich hätte mir so gewünscht, dass wir das vorher hatten. Ja, wir haben so wenig gesehen und trotzdem fühle ich mich so wohl hier. Ja, wir haben jetzt leider halt 2 Nächte weniger hier. Wir wären eigentlich 4 Nächte hier geblieben, aber die sind bis jetzt 2 verloren gegangen wegen der ganzen Geschichte. Deswegen haben wir jetzt nur noch 2, also heute und morgen. Und dann geht es nach Koh Samui und dann sind wir da noch 4 Nächte. Wir müssen mal gucken, was wir morgen machen. Wir wollten morgen dann auf jeden Fall zum Strand. Das haben wir heute nicht gemacht. Wir müssen uns auch einen Roller mieten. Wollten wir heute eigentlich schon machen. Aber es war keiner mehr verfügbar. Deswegen, ja, machen wir das dann morgen hoffentlich. Wir haben jetzt heute mehr Appetizer bestellt. Wir haben eben noch im Hotel gegessen. Appetizer? Das hast du überhaupt den Cocktail mal probiert? Nein, mag ich jetzt. Die ganze Fotos gemacht, weil der so wunderschön ist. Wir haben Spring Rolls bestellt. Was haben wir eigentlich noch? Pommes und? Pommes und Pommes. Okay. Ja, könnte ein bisschen kälter sein. Dreh den doch mal. Hab ich. Willst du? Nein, dreh den. Wir sind jetzt gerade aufgestanden, um zum Frühstück zu gehen. Ich habe mein Video gestern, ich saß gestern noch vor lange dran, habe mein Video geschnitten. Ich bin schon ein bisschen müde. Aber schaut euch jetzt mal bitte diesen Ausblick aus unserem Zimmer an. Ich habe das euch ja gestern gar nicht gezeigt, wie krass das aussieht. Ich zeige euch mal gerade ganz schnell unser Zimmer. Hier ist unser Bad. Sieht hier gerade schon so ein bisschen unordentlich aus. Hier ist die Toilette. Und hier ist die Badewanne mit einer Dusche. Das ist gestern zugemacht, weil sonst hätte man hier vorbeigucken können. Aber da ist ja genau der gleiche Ausblick wie hier. Und dann ist hier das Bett. Und hier ist der Eingang und noch der Schrank. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt was frühstücken. Und dann wollten wir gucken, ob heute ein Roller verfügbar ist. Gestern war nämlich keiner mehr da. Und dann wollten wir zum Strand fahren und die Insel ein bisschen erkundigen. Die haben wir jetzt leider nur noch heute hier auf Koh Phangan. Und ja, das Wetter ist leider, also es ist immer warm, aber es ist leider bewölkt. Ich hoffe, dass die Sonne noch ein bisschen rauskommt. Mal sehen. Das Hotel ist halt wirklich so mitten hier im Dschungel und ihr hört die ganzen Tiere, das ist so krass. Man hört hier so viele Sounds. Auf der anderen Seite sieht es so aus. Das Hotel ist ein bisschen kompliziert, wir haben uns auch gestern hier verlaufen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie schaffe, gleich zu zeigen. Aber hier sind 1000 Gänge. Da kommen wir noch ein bisschen durcheinander. Ich wette auch, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir uns gestern verlaufen haben. Aber fahren wir jetzt langsam, glaube ich, den Dreh raus. Siehst du, hier sind 1000 Treppen hoch, runter, keine Ahnung. Wir sind jetzt hier beim Frühstück mit dieser unglaublichen View. Wir haben uns extra rausgesetzt, weil es ist viel zu warm draußen. Und schaut euch mal an, wie pink das ist. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, ich liebe hier das Obst. Wir haben uns jetzt beide noch Eier bestellt und Kaffee. Und hier, also heute ist Valentinstag und wir sagen alle Happy Valentine's Day. Hat sich so Herzen ins Gesicht geklebt, das ist so süß einfach. Wir sind jetzt hier zum Malibu Beach gefahren, also wir sind auch nicht am Strand, aber wir haben gerade unseren Roller hier geparkt. Leute, das hier ist der Vibe, den ich die ganze Zeit wollte, ich sag's euch. Es sieht so schön hier aus. Boah, diese ganzen Palmen, ne? Warum machen ein Palmen so glücklich? Das ist krass. Wir gehen jetzt zum Malibu Beach. Und heute Abend gehen wir noch zum anderen Strand. Wie hieß es nochmal? Koma oder so? Koma. Koma. Und da kann man auf eine andere Insel noch gehen. Durch so eine Sandbank. Zeige ich euch dann. Aber ja, jetzt gehen wir erstmal zum Malibu Beach. Sieht so unecht aus. Hier gibt es auch so Resorts, glaube ich, wo man schlafen kann. Also wirklich. Das ist wie in so einem Bilderbuch hier gemalt. Weißt du, was ich krass finde? Es ist hier so viel ruhiger, ne, als da, wo wir bis jetzt waren. Hier ist so Stille.
Ja, Mann, das hat mir gefehlt. Vor allem sagt die ganze Zeit, what is this place? Dieser Ort hier ist einfach unglaublich. Schön. Das ist, also wir waren jetzt schon Wasser. Ich glaube, ihr seht schon, wie blau das Wasser ist. Hier ist erstmal so ein Palm, überall Palm. Oh nein, jetzt ist die Sonne weg. Aber das Wasser ist so durchsichtig. Also ich glaube, so ist das ungefähr von Malediven. Das ist einfach nur geisteskrank. Wenn die Sonne rauskommt, zeige ich euch das. Jetzt kommt die Sonne. Und wow! Schaut mal bitte, wie klar das Wasser ist. Oh mein Gott. Das ist so krass. Das ist das schönste Meer, der schönste Strand, an dem ich jemals war. Oder? Ja, wo denn sonst? Nicht? Sag mir, welcher besser war. Weißt du, welcher besser war? Welcher? Häseloch. Junge, niemals. Häseloch. Mal gucken, ob hier irgendwo Fische sind. Da hinten. Hey Leute, jetzt nehme ich euch mit. Oh ja, Mann, was passt denn hier auf einmal hier? Geil, wir gehen unter Wasser. Das ist so krass! Wenn ich das gar nicht so pingelig mit selbst lasse, dass ich mich so unter Wasser kann. Aber wenn ich das habe, meine Augen sind schon radikal durch. Ich will Fische sehen. Ich kann es sagen, bleib mir immer fern. Na, lass mich nicht. Hier in der Palme, denkst du, da kann ich da draufstellen? So, wir gehen jetzt weg von hier. Wir fahren jetzt zu einem anderen. Ach, du hast meine Schuhe. So, wir sind jetzt an der Next Destination angekommen. Wir sind ein bisschen nass geworden, es hat geregnet. Und hier ist der Koma Beach. Ich glaube, das da hinten ist die Insel, ne, wo man dann rübergehen kann. Seht ihr da die ganzen Menschen, die da rübergehen? Es ist gerade Flut, aber anscheinend kann man trotzdem gehen. Sieht richtig lustig aus. Und da hinten ist dann die Insel. Einfach gehen zu einer Insel, wie cool. Wir haben jetzt hier kurz was gesnackt am Beach hier und jetzt wollten wir da hinten in so einen Laden gehen und Taucherbrillen holen, also nur diese ohne Schnorchel, um hier ein bisschen zu schnorcheln. Das kann man anscheinend hier ganz gut und dann wollten wir darüber zur Insel gehen. Wir haben uns jetzt diese wunderschönen Brillen hier geholt. Die sehen total bescheuert aus, aber egal. Und jetzt wollen wir ins Meer und ein bisschen schnorcheln. Hey. Scheiße. Kann ich da nicht rumlaufen? Soll ich so wie lang gehen? Also wir gehen jetzt hier rüber. Oh mein Gott, aua. Das tut voll weh. Du hin? Du? Ja. Ich schwimme jetzt ein bisschen weiter. Fabio wartet da, passt auf unsere Handys auf. Dann drehen die Fock ein bisschen ab. Und ich gucke, ob man da ein paar mehr Fische sieht. Wir haben so ein Boot gemietet, fahren jetzt aufs Meer und gucken uns den Sonnenuntergang an. Das Wasser ist so klar, ich tauche euch mal kurz unter. Tschö! Wir sind gerade aufgestanden und mit diesem Wetter aufgewacht. Also man sieht das gar nicht, aber es ist komplett am Regnen. Es sieht auf jeden Fall sehr bewölkt aus. Ich weiß nicht, wie lange das hält noch. Da unten ist einfach irgend so ein Tier. Wie nennt man die? Kranich? Auf jeden Fall haben wir gerade schon mal unsere Koffer weitgehend gepackt und gehen jetzt noch frühstücken hier im Hotel. Wir müssen um 12 Uhr auschecken spätestens, aber wir haben erst um 16 Uhr die Fähre nach Koh Samui genommen, weil heute geht es ja für unsere Koh Samui noch für die letzten 4 Nächte. Und jetzt im Nachhinein hätten wir besser die frühere genommen wahrscheinlich, ne? Weil wir dachten, wir hatten ja jetzt so wenig Zeit auf Koh Phangan, dass wir halt noch so ein bisschen die Zeit nutzen bis 16 Uhr. Nun müssen wir jetzt mal gucken, wie das halt klappt, wenn es so regnet. Boah, die Fähre wird bestimmt so wackeln. Ja, wenn es windig ist. Wir gehen jetzt frühstücken, dann müssen wir überlegen, was wir machen. Wir würden eigentlich an den Strand, aber ich glaube, bei dem Wetter ist das nicht so eine gute Idee. Ich glaube, das. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es aufhört. Dann hat es halt auch geregnet, aber nur so ganz kurz. Dann hat es wieder aufgehört, da war der Himmel wieder blau. Aber jetzt sieht es irgendwie nicht so danach aus. Nicht so da. So traurig, dass wir jetzt hier weggehen. Es war schon schön. So, auch wenn es nur 2 Tage waren. Nächstes Mal sind wir. Nächstes Mal wissen wir es besser, weißt du, was ich meine? Wenn es ja nächstes Mal gibt.
Ja, wissen wir. Also ich würde schon mit meinen Kindern hier hinkommen. Wir haben jetzt gerade den Checkout gemacht. Um 4 Uhr fährt dann unsere Fähre nach Koh Samui wieder zurück. Von da aus fliegen wir dann in 4 Tagen auch wieder nach Bangkok. Da haben wir noch ein sehr, sehr schönes Hotel. Und ja, wir haben jetzt halt, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit, wollen noch was rumfahren. Hier waren so süße kleine Läden, so Boutiquen, da wollte ich mal gucken. Und dann wollten wir uns irgendwo an den Strand setzen und planen, was wir auf Koh Samui machen. Ich habe jetzt nämlich kein Bikini mehr an, das ist ja eh, wie gesagt, ein bisschen regnerig. Deswegen gehen wir vielleicht lieber später noch ins Meer, wenn wir auf Koh Samui sind. Mal gucken, oder halt wieder morgen. Hey. Ja. Wir sitzen jetzt hier am Meer. Hier waren wir auch gestern Abend. Wir haben jetzt noch eine Stunde, bis wir ungefähr los müssen zum Hotel. Wir dachten, wir müssen einfach hin zu Coco Loco. Ich habe mir ein Virgin Colada bestellt mit Strawberry. Habe ich noch nie getrunken. Ich hasse diese Strohhalme, weil man da nicht durchgucken kann, Leute. Und dann kommen da so Stückchen. Wir haben überlegt, hier gibt es ja noch, also gibt so 3 Inseln, die zusammengehören: Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Und eigentlich hätte es ja Sinn gemacht, von Koh Phangan nach Koh Tao zu reisen, weil das näher ist. Aber wir hatten jetzt weniger Zeit hier, deswegen haben wir es nicht gemacht. Vielleicht machen wir das von Koh Samui aus, müssen wir gucken und planen. Und hier gibt es in der Nähe auch so eine Schweineinsel, aber ich bin mir unsicher, aber ich habe mir gestern die Bewertung durchgelesen und manche meinen, das wäre ein bisschen überteuert. Wir haben auf jeden Fall noch 3 volle Tage auf Koh Samui und dann heute Abend halt noch. Und Montag fliegen wir dann zurück nachmittags. Also wir können noch frühstücken entspannt und so und dann müssen wir halt los. Freunde, wo soll ich anfangen? Das ist jetzt der Koh Samui-Vlog. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich gefilmt habe, da waren wir noch im Schiff. Ja, jetzt ist so 6 Stunden später oder so, 5, keine Ahnung. Und ich, also wirklich, wir beide wissen nicht, was diesen Urlaub los ist, aber irgendwer will uns was Böses. Wir haben ein Hotel gebucht die letzten 4 Nächte, wir kamen da an. Es sah erstmal von außen alles schön aus, so wie im Internet, aber Leute, das Zimmer. Warte, du fängst ganz anders an. Warum? Wir haben uns das ja angeguckt und wir haben uns eigentlich auch andere Bewertungen angeguckt. Und wir achten da eigentlich unnormal drauf und vergleichen auf verschiedene Portale und Google und so. Auf jeden Fall, wir kamen da an und es war so im Dschungel, was ja an sich nicht schlimm ist, weil das hatten wir bei dem Hotel in Koh Phangan auch. Aber das war da so eklig. So, wir sind ins Hotelzimmer gekommen, in das Hotelzimmer, das kann ich gar nicht so nennen. Es war so ein Bungalow, das hat so ekelhaft nach nassem Holz gerochen. Es war alles dreckig. Das Badezimmer, die Toilette war unter der Dusche und in der Dusche war alles dreckig. Da waren Tiere, da war Schimmel. Auf dem Bett, das habe ich nicht fotografiert, war Blut oder so ein Fleck, der auf jeden Fall so aus war. Es war überall Spinnennetz, es war wirklich Horror und es hat, wie gesagt, komplett gestunken. Und ganz kurz, wir sind also jetzt mal ehrlich, wir sind nicht penibel, also wirklich nicht. Aber wir erwarten von einem 5-Sterne-Hotel. Ja, das ist doch das Beste. Wenn das ein 5-Sterne-Hotel war, dass die Zimmer sauber sind. Dass die Zimmer gewartet werden und dass die Klimaanlage ohne Schimmel ist. Also in der Klimaanlage hat sich Wasser drunter Also ich muss kotzen, wenn ich das schon sehe. Oder ja, wenn ihr wüsstet einfach, wie es da drin gerochen hat und wie es aussah. Es war wirklich schlimm. Ich habe so ein bisschen versucht, in dem Moment das irgendwie auszublenden, aber ich habe mich direkt so krass unwohl gefühlt und Fabio halt auch. Der hat halt noch ein paar Sachen mehr gesehen, so Tiere und so, die er mir erst im Nachhinein gezeigt hat, als wir dann draußen waren. Wir haben gar nicht erst ausgepackt. Wirklich, man hat sich geekelt, die Koffer überhaupt aufzumachen. Dann sind wir zur Rezeption. Mal nebenbei, ich habe dann die Tür abgeschlossen. Und ich konnte aber die kompletten 2 Türen ausriegeln. Also wirklich, ich musste so ein bisschen ziehen, wo ich abgeschlossen hatte. Und beide Türen sind aufgegangen. Jeder hätte da einfach reingehen können. Also unsere Sachen wären auch gar nicht sicher gewesen. Und dann wir konnten die gar kein Englisch. Wir haben denen das Problem erklärt, dass es komplett dreckig ist. Und wir haben dann auch nochmal die Bewertung gelesen. Und es haben voll viel geschrieben, Buch drauf, gar keinen Fall, das ist dreckig. Und wir dachten uns nur so, wieso haben wir das nicht gesehen? Wie gesagt, wir gucken da eigentlich immer voll ordentlich und unsere Hotels bis jetzt waren auch alle super. Also eigentlich haben wir da immer guten Riecher. Ja, auf jeden Fall war voll das Hin und Her, dann haben wir mit Booking telefoniert. Wir mussten jetzt zum Glück nichts bezahlen. Und zwar klar, wir schlafen da auf gar keinen Fall drin. Und dann Ryan, der Ehrenmann, wirklich nochmal ein dicker Gruß, ein dicker Kuss. Geht raus an Ryan, der hat unseren Arsch gerettet. Der hat unser Urlaub noch gerettet. Ja, weil wir wussten, also der war auch von einem halben Jahr da mit Charlene und die haben da halt einen Mann kennengelernt, der ist Deutscher, der hat ja hier halt Airbnbs und ich meinte zu Fabio, versuch mal Ryan anzurufen, vielleicht irgendwie durch Connections kennt der irgendwas, wo wir hingehen können.
hat Ryan das gemacht, den aus Deutsch, also den, der hier lebt, angerufen, den Deutschen. Und der hat uns ein Hotel hier geklärt, was wunderschön ist. Also wirklich ist ganz toll. Es war nur 10 Minuten von dem anderen entfernt. Ist wirklich super. Die ganze Anlage ist mega schön. Es ist direkt am Meer. Super schöner Pool. Frühstück mit inbegriffen. War jetzt ganz klein ein bisschen teurer, aber wirklich, also dieser Vergleich ist einfach nur krank. Wir haben eben geheult, Leute. Es war so schlimm. Ja, also selbst Fabio, wirklich, wir wussten so, wir müssen jetzt stark bleiben. Wir wollen die letzten 4 Nächte, wir müssen durchhalten, aber wir waren beide, wir wussten nicht mehr, was wir sagen sollen. Und wir können es nicht glauben, wir sind so froh, hier zu sein. Wir haben jetzt erstmal nur für 2 Nächte hier gebucht, weil es war halt nicht mehr für 4 Nächte was frei. Wir müssen morgen einmal das Zimmer wechseln, was überhaupt nicht schlimm ist, weil die uns jetzt so reingequetscht haben. Die sind halt voll hier, ne? Ja, voll ausgebucht. Und dann müssen wir gucken, ob wir Glück haben und noch mal 2 Nächte weiter hier bleiben können oder ob wir uns was anderes suchen müssen. Und dann am Montag fliegen wir nach Hause. Ehrlich, ich weiß nicht, was in diesem Urlaub war. Es ist so vieles schief gegangen. Und ja, natürlich auch vielleicht manchmal eigene Schuld, obwohl man was Gutes machen möchte. Egal, scheiße. Das war so der krönende Abschluss, dass wir da noch so Pech hatten jetzt. Das war einfach nur, ich weiß es nicht. Es ist so schlimm, weil Thailand ist wunderschön und das zerstört einfach so mein Gedanke. Unser Bild jetzt hier, ne? Ja. Das ist echt schade, weil in Koh Phangan haben wir so gemerkt, wie schön Thailand sein kann und wovon alle immer reden. Aber durch das ganze Pech, das wir hatten, haben wir so ein, also einfach nicht ein blödes Bild von Thailand, aber dieses Gefühl. Aber ja, wir versuchen uns nicht unterzukriegen zu lassen. Wir haben noch 4 Nächte, die versuchen wir jetzt noch das Beste auszumachen aus den Tagen, zu genießen. Aber ich muss sagen, dann freue ich mich auch echt auf zu Hause. Guten Morgen, Freunde. Meine Frise ist auch ganz wild. Gerade aufgewacht, gerade aufgestanden. Mit diesem traumhaften Ausblick sieht man das. Ja, denn es trägt das Meer. Da unten ist der Pool. Einfach schön aus. Guck mal, und jetzt hier seht ihr auch mal im Helen, die Badewanne, ey, wie geil sieht das aus. Leider müssen wir heute das Zimmer wechseln. Sei ich noch safe reingegangen mit diesem Ausblick. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück und dann um 12 Uhr müssen wir das Zimmer wechseln, weil die haben uns ja hier so reingequetscht. Das Zimmer war auf jeden Fall besser, weil es war teurer. Aber das weißt du jetzt nicht. Doch, safe. Aber die heißen beide irgendwie Ocean und Sea View, deswegen ich glaube, wir werden vom Ausblick her das gleiche haben. Vielleicht nur keine Badewanne oder so. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken, aber wir gehen jetzt erstmal was frühstücken. Ich habe, glaube ich, gestern gar nicht mal mitgefilmt. Ich muss sagen, ich hatte gestern so einen Durchhänger und war voll unmotiviert und wollte einfach nur raus. Und ja, wir haben gestern noch ein bisschen was gemacht. Wir waren gestern auf so einem Markt abends. Es war echt schön. Wir waren leider ein bisschen zu spät. Wir hatten nicht mehr so viel Zeit, was zu shoppen, aber die hatten echt schöne Sachen. Deswegen wollten wir morgen nochmal dahin. Auf jeden Fall mussten wir gerade auschecken. Leider hatten die für die nächsten 2 Nächte kein Zimmer mehr frei. Deswegen haben wir jetzt ein anderes Hotel gebucht. Weiter im Norden. Ich hoffe, dass das sauber ist und gut ist. Hier ist übrigens die Frühstücksarea und wo man so essen kann. Ist direkt am Meer, also sieht richtig toll aus. Hier ist ja überall Seeigelwarnung, das heißt, wir gehen da jetzt nicht so ins Meer. Und ja, hier ist direkt die Poolarea, also ist hier alles direkt an einem Ort. So, Friends, wir sind jetzt bei der nächsten Unterkunft angekommen und es ist alles in Ordnung. Ich zeige euch jetzt mal gerade, wir haben einfach so ein kein Bungalow und das war echt nicht teuer. Wenn man das Gelände noch nicht anguckt, das werden wir jetzt gleich machen. Aber ich zeige euch erstmal das Zimmer. Also hier war der Weg und hier ist alles voller Glas. Und dann haben wir einfach so einen Wohnbereich. Fernseher, Sofa und sogar eine Küchenzeile, die eigentlich ein bisschen unnötig ist, weil da ist kein Herd oder so. Fabio und ich hatten erstmal liegt, also dass er heute kocht, aber das ist nicht so möglich. Dann ist hier hinten das Schlafzimmer. Ist auch alles ordentlich, ist alles super sauber und so, deswegen nur Problem. Und dann haben wir hier noch das Badezimmer. Hello. Hier ist die Dusche, Toilette. Und da ist irgendwie noch ein Schrank mit so Bademantel und so. Und wir haben hier draußen auch noch eine Terrasse mit Sitzmöglichkeiten und einem Jacuzzi. Ah. Jetzt geht ganz zerstrubbelt aus. Miau. Guck mal, wie braunfarbig geworden ist. Ich bin ein bisschen dran, weil ich wieder kann. Ja, ich muss gleich nochmal das ganze Hotel inspizieren hier. Dein Kameradetektor. Mhm. Erzähl mal, was du hast. Was du in jedem Hotel machst. Ich bin ein bisschen paranoid, was Kameras angeht in Hotels oder Airbnbs. Ich habe schon viele TikToks gesehen, wo einfach in so Sachen Kameras versteckt sind. Und ich habe mir extra so ein Ding gekauft, was so Empfänger und
GPS und so einen Scheiß empfangen kann. Ich würde, macht das eine Stunde in jedem Zimmer, das ist so krass. Eine sehr sichere Maus bist du. Das zeige ich dir später, wenn er das macht. Aber können wir erstmal uns alles angucken? Ja, ich warte gerade auf eine Antwort von den Scooter Rental. Scooter Rental? Ja, das hält uns doch nicht davon ab, hier alles anzugucken, oder? Hey, hey, hey. Können wir uns 14? Ja. Wir waren doch jetzt im TIE Fight Hotel. Stimmt, jetzt können wir. Wir haben jetzt gerade einen neuen Roller ausgeliehen. Von einem Engländer, der hier jetzt lebt. Der hatte gesagt, seit wann der hier lebt? 5 Jahre. Also 5 Jahren. Auf jeden Fall sehr nett. Und jetzt sind wir kurz zu so einem kleinen Bistro gefahren. Direkt hier am Meer. Da vorne ist auch der Hafen, wo wir von Kusamui nach Kopangan rübergefahren sind. Und haben uns jetzt ein kleines Stück Pizza bestellt. Mal gucken, ob wir später noch was richtig Großes essen. Wir vermissen das italienische Essen. Wir haben uns Focaccia bestellt. Also die schmecken den Jungen, ne? Das Essen hat so unglaublich lecker geschmeckt. Das war wie in Italien, das war wirklich krass. Ich weiß nicht, ob Fabi die mal fragt, ob die daherkommt, ob die einen Mann hat oder so, keine Ahnung. Es hat krass geschmeckt und ich finde, der Ausblick ist hier auch also ein Traum. Ich gucke jetzt gleich mal, wie das von außen hieß, dann filme ich das, falls ihr hier seid, ihr müsst hier hinkommen. Das hier ist der Laden Maria Pizza and Focaccioni. Focaccioni, so dick. So, wir sind jetzt back. Wir haben ganz viele Sachen bei 7-Eleven geholt, weil wir einen Taste-Test für euch machen wollen für TikTok. Das werden wir jetzt machen. Junge, der macht es immer so kalt mit der Klimaanlage. Nee, ich mache es gar nicht kalt, aber... Doch. Die Klimaanlage muss funktionieren. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen und uns gerade mit Sonnencreme eingecremt. Ich habe gerade noch meinen letzten Vlog fertig geschnitten. Deswegen haben wir jetzt schon 2:30. Ein bisschen spät, aber wir wollen jetzt los unseren letzten Strandtag genießen. Denn morgen fliegen wir schon nach Hause. Und heute Abend wollen wir dann nochmal zum Fisherman's Village. Fisherman's Friends Village. Ja, da waren wir ja vor 2 Tagen schon mal. Da hatte ich euch nicht mitgenommen. Wir waren super später, deswegen hatten wir nicht so viel Zeit, da durchzugucken. Aber heute wollen wir da Fett shoppen, weil wir gesehen haben, was da so alles gibt, ne? Wer ist das? Mein Schatz, du Pupsen. Boah, das ist eine eklige Spinne und die krabbelt an der Scheibe. Wieso kann die an der Scheibe krabbeln, Mann? Übrigens, ich habe in meinen Kommentaren gelesen, dass ich mehr in die Kamera gucken soll. Ihr müsst nur wissen, neben der Kamera ist der Bildschirm. Und da gucke ich halt immer, ob ich auf dem Bild drauf bin, so was man sieht und so. Attacke! Und, das war voll gut, ne? Attacke 2! Boah! Das war auch nochmal gut. Ja, und deswegen gucke ich nicht immer in die Kamera, weil ich halt immer gucke, ob alles im Bild ist. Aber ich versuche darauf zu achten. Hör auf zu wackeln, Junge. Aber ich versuche darauf zu achten. Ich versuche auch darauf zu achten, nicht so viel zu wackeln. Wir sind jetzt am Thong Son Bay Bungalow Beach angekommen. Bin mal gespannt. Ich verstehe nicht, hier steht überall, man darf kein Essen und Trinken mitnehmen. Ich habe gerade extra Trinken geholt, aber egal, wir haben es ja hier im Rucksack. That looks amazing. Hier kosten die Liegen einfach nur 1,50 Euro. Das ist so krass, in Italien so würde die... 7 Euro. Ja, mindestens. Also so, wenn man schöne will, Griechenland, so kostet es schon 20. Das hier ist der Beach. Hier ist auf jeden Fall, also es war schon Leute, aber trotzdem irgendwie entspannt. Ich habe auch gelesen, dass nicht so viele in den Norden kommen. Fabian und ich haben uns jetzt fertig gemacht. Wir waren eben noch kurz im Pool, aber irgendwie war da so ein komischer Vibe, weil das ist ja irgendwie so ein Beachclub bei uns im Hotel und da waren nur so Singles. Das war irgendwie ein bisschen weird. Dann sind wir da rausgegangen, haben uns ein bisschen unwohl gefühlt, haben uns fertig gemacht und sind jetzt wieder hier bei Fisherman's Village. Hier waren wir vor 2 Tagen schon mal, aber da hatte ich euch nicht mitgenommen. Wir gehen jetzt hier erstmal was essen. Sorry für die Lautstärke und dann wollen wir hier ein bisschen bummeln gehen. Hier geht die Straße los. Hier sind überall Restaurants und dahinter ist direkt das Meer. Hier haben wir in einem italienischen Restaurant gegessen. Aber heute wollen wir uns mal was anderes raussuchen. Und danach wollen wir hier durch die Straße laufen. Da hinten gibt es dann ganz viele kleine Stände. Fabel sucht sich immer die besten Restaurants und Cafés aus. Ihr könnt mich buchen unter 0172 45 55 32. Unsere
Sachen gepackt. Ich weiß gar nicht, ob ich euch gezeigt habe, dass Fabi diese Vakuum-Dinge hat, die alles so kleiner machen. Auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Eine Empfehlung. Wir haben jetzt auch gerade schon unseren Roller abgegeben. In einer Stunde checken wir aus, also um 12 Uhr, und dann geht es auch direkt zum Flughafen. Hast du eigentlich schon Grab bestellt? Wir fliegen heute erstmal um, ich glaube, 2:30 von Koh Samui nach Bangkok. Und dann müssen wir da warten, 3-4 Stunden. Und dann fliegen wir von Bangkok, also wir haben ja keinen Direktflug, wir fliegen erstmal wieder nach Dubai 7 Stunden. Dann haben wir da wieder 3 Stunden Aufenthalt und dann nochmal 7 Stunden nach Deutschland. Wir kommen in Deutschland an und es ist 7:30 morgens. Deswegen hoffe ich, dass wir irgendwie in einem Flug schlafen können, dass wir so ein bisschen in diesen Rhythmus kommen. Und dann müssen wir uns eigentlich zwingen, wach zu bleiben. Falls ihr noch Fragen habt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Ich werde da auf jeden Fall Fragen beantworten und das dann auch in meinem Highlight zu Thailand tun. Und ja, dann könnt ihr dann alles abchecken. Aber falls ihr noch Fragen hier habt unter dem Video, dann könnt ihr die auch gerne fragen. Dann werde ich die auch beantworten. Und ja, ich hoffe, die Thailand-Vlogs haben euch alle gefallen. Ich hänge mit dir. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Ja, im nächsten Vlog geht es dann wieder mit Alltagskram los. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Tschüss. Ja, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Hinterlasst dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, ich freue mich über eure Kommentare, auch wenn es Fragen sind, auch wenn es konstruktive Kritik ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich habe euch alle ganz so lieb. Bis bald. Ciao. Ciao.